Hallo und herzlich willkommen bei den Tegernseer Finanzgesprächen on Tour. Ja, heute sind wir eingeladen von Herrn Ottmar Knoll beim Verwester Partnerkongress September 2012 in der Nähe von Stuttgart. Hier geht es wieder um den Euro, ist eine große Diskussionsrunde. Ein Teilnehmer ist Herr Thomas Fricke, den Chefökonom der Financial Times Deutschland. Herr Fricke, viele sind für den Euro, immer mehr sind aber auch dagegen. Sie sind in dem Thema ja sehr stark verwurzelt, aber trotzdem pro Euro. Warum? Also ich glaube, dass man über die Krise nicht vergessen darf, wofür der Euro gemacht worden ist, dass der Euro viele Vorteile mit sich gebracht hat und dass, ich glaube, der Kern auch im Moment der Feststellung sein sollte oder man sich darüber Gedanken machen sollte, ob wirklich die Konstruktion des Euros die ursprüngliche Ursache der Krise ist. Es gibt eine globale Finanzkrise, es gibt überall auf der Welt Regierungen, die mussten ihre Banken retten, die mussten enorm viel Geld aufwenden, dafür ihre Banken wieder an den Markt zu bringen, teilweise verstaatlichen und. Das heißt, das Problem, dass wir mit einer Bankenkrise zu tun haben, dass wir mit einer geplatzten Blase, einer Finanzblase zu tun haben, dass Staaten Geld aufwenden mussten, viele Steuergelder aufwenden mussten, um das Finanzsystem zu retten. Ein Finanzsystem, das ist überall. Es gibt überall, gab es Immobilienblasen, die geplatzt sind. Es gab Banken, die sich überschuldet haben und. Selbst in Deutschland, wir haben enorm viel Geld ausgeben müssen. Wir mussten die Commerzbank teilverstaatlichen und. Das sind alles Dinge, die ich glaube, gar nicht so im Kern mit dem Euro zu tun hat. Die Eurozone war schlecht darauf vorbereitet, mit so einer historischen Jahrhundertkrise umzugehen. Da muss man nur sagen, naja, wer hat vor 2007 damit gerechnet, dass es überhaupt mal ansatzweise noch mal so zu einer gigantischen Finanzkrise kommt, wie das zuletzt eigentlich in den 30er Jahren der Fall war und dann ganz dramatisch geendet ist. Viele Menschen haben ja Angst vor einer hohen Inflation, die jetzt auf uns zukommt. Sehen Sie diese Gefahr genauso? Ich sehe nicht viel Inflationsgefahr. Das ist genau der Fehler, den viele, glaube ich, im Moment machen in der Analyse dessen, was passiert. Wir sind in einer Situation, wo weltweit eine riesige Vermögensblase geplatzt ist, wo überall in Amerika, in Großbritannien, in Spanien, in Irland, in unheimlich vielen Ländern gerade eine Verschuldungsblase in sich zusammenplatzt. Und die Erfahrung, historische Erfahrung mit solchen Situationen ist, dass alle versuchen dann, das Geld beisammen zu halten. Alle versuchen, das Geld nicht mehr auszugeben, Schulden abzubauen. Die Privatleute versuchen das. Und das ist nach der Erfahrung, die wir in den 30er Jahren gemacht haben, mit der großen Depression, mit einer ganz, ganz schlimmen weltweiten Krise, einfach eine hochbrisante Situation, wo zu wenig Geld im System ist, weil die Leute das alles behalten wollen, weil es alles reduziert wird. Und das ist eine Situation, wo wir uns Gedanken machen, Angst haben sollten vor Deflation, nicht vor Inflation. Und was die Staaten und Notenbanken im Moment machen, die versuchen, diesen deflationären Impuls auszugleichen. Und das ist keine Inflation. Man versucht, eine Deflation zu verhindern und keine Inflation zu machen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Ich glaube, die Erfahrungen mit Finanzkrisen, Bankenkrisen, wo sich die Panik von Anlegern irgendwann verselbstständigt, wo alle Angst haben, wo alle jetzt aus den Ländern rausgehen und panisch werden, ist, das wird nicht automatisch stoppen. Und die historische Erfahrung hat gelehrt, dann braucht man irgendwann eine Notenbank, die als Garant für das System da ist, die sagt, im Notfall stehe ich hier für alles gerade. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Man muss erstmal die Panik stoppen. Wir arbeiten an 1000 Baustellen und die Spanier und die Griechen und sollen irgendwie reformieren. Ich glaube nicht, dass das Kernproblem ist. Das Kernproblem ist einfach mittlerweile eine typische Finanzpanikkrise, Vertrauenskrise, Bankenkrise. Und die kriegt man nur gestoppt, wenn man irgendwann den Leuten wieder eine Garantie gibt, dass sie ihr Geld nicht verlieren, damit die wieder zur Vernunft kommen können, dass jeder wieder ganz ruhig da sitzen kann und wieder vernünftig Anlageentscheidungen treffen kann. Deswegen wird es die Lösung eigentlich nur sein können, dass auch die Europäische Zentralbank sie hinstellt und sagt, wir garantieren das, indem wir ankündigen, dass wir notfalls, wenn alle Stricke reißen, sind wir da und kaufen die Staatsanleihen auf. In dem Vertrauen, dass wenn das glaubwürdig ist und wenn das an den Märkten vertrauenswürdig vermittelt wird, glaubwürdig vermittelt wird, werden sie das nie machen müssen. Weil dann gibt es ja keinen Grund mehr. Wenn die Leute an den Märkten wieder Vertrauen haben, dass sie nicht panisch jetzt sich überlegen müssen, ob vielleicht als nächstes die italienischen Anleihen, als nächstes die französischen Anleihen unsicher sind, dann werden sie die behalten, dann werden sie ruhig bleiben, dann werden sich die Märkte auch mal wieder beruhigen und dann kann man auch mal wieder in normales Leben reingehen und normales Finanzleben wieder haben und dann muss die Notenbank auch nicht mehr weiter eingreifen.
Aber auch Griechenland wird ja schon sehr unterschiedlich diskutiert. Ist Griechenland für Sie der erste Dominostein oder ist das eine besondere Situation dort? Man kann ökonomisch über Griechenland sicherlich, könnte man diskutieren, ist das wirklich für die schaffbar in den jetzigen, unter den jetzigen Umständen und so weiter. Nur wenn meine Diagnose stimmt, dass wir in einer Bankenkrise, in einer Vertrauenskrise sind, in einer Panikkrise, dann muss man einfach verstehen, dass in solcher Situation man keine Fässer öffnen darf. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Leute im Moment, die Anleger, sehr panisch sind und sehr unsicher sind und mittlerweile ja offenbar schon Prämien darauf verlangen, auf Euro-Staaten Anleihen, das wird irgendwann die deutschen Anleihen auch erfassen, wenn wir nicht irgendwann einen Stopp machen, wenn die Leute so viel Panik bekommen, dann darf man nicht die Box der Pandora noch aufmachen und sagen, ach, dann gehen die Griechen mal raus. Das ist das, weswegen die Politiker, die das geäußert haben, glaube ich, zu Recht sehr kritisiert worden sind. Das ist unverantwortlich. Damit schafft man nur noch neue Spekulationen, neue Angst, neue Panik und das ist im Moment das Schlimmste, was wir machen können. Wir können danach, wenn wir die Panik erstmal beruhigt haben, wenn wir die akute Krise beruhigt haben, kann man von mir aus auch nochmal überlegen, ob Griechenland vielleicht in geordneten Verhältnissen austreten sollte oder nicht, aber nicht jetzt. Das ist wirklich eine heillose Aktion. Wenn man jetzt das machen würde, dann würden die Märkte in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 3 Monaten anfangen und testen, ob nicht Portugal, ob Spanien und dann ist irgendwann wirklich eine ganz andere Welt und die sollten wir uns nicht wünschen. Wie stark sehen Sie denn den Verbund innerhalb Europas tatsächlich und auch die Einwirkung der Amerikaner, die immer wieder über die Ratingagenturen versuchen, ein paar Keile in Europa reinzutreiben? Wird sich das noch verschärfen, wenn Herr Romney jetzt neuer Präsident wird? Ja, ich werde vorsichtig mit Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht, dass dann in Amerika oder im angelsächsischen Kapitalismus irgendeine Verschwörungstheorie läuft gegen uns. Aber es ist, glaube ich, schon so, wenn man sich das mal ganz menschlich vorstellt, jemand, der an der Londoner City oder an der Wall Street arbeitet, ich glaube, der urteilt einfach, ohne das Böse zu wollen, vielleicht ein bisschen legerer, mal schnell negativ über Italien oder Spanien, das sind ferne Länder, die man nicht kennt, als über ihr eigenes Land. Und das sind die beiden Plätze, die halt doch die Musik machen, die Amerikaner und die Briten. Es gibt x Gründe, die Briten und die Amerikaner auch, sag mal, unter Beschuss zu nehmen, zu kritisieren. Das passiert sicherlich auch deshalb, weil man vielleicht ein bisschen so einen Hang hat, sich selber dann doch nicht so hart anzugehen und mit sich selber nicht so hart ins Gericht zu gehen, weil es natürlich im Zweifel auch die Existenz der Leute betrifft, die das machen. Ich würde allerdings sagen, sehr viel weiter sollte man in der Vermutung nicht gehen und ich weiß nicht, ob Herr Romney jetzt da Pläne hat. Ich glaube, der wesentliche Unterschied, warum es bei uns kritischer gesehen wird als bei den Amerikanern, Briten und Japanern ist, die haben diese Notenbank, diese letzte Instanz, die schon längst klar gemacht hat, wir lassen diesen Staat nicht pleite gehen. Anleger, ihr könnt ruhig sein. Und das ist genau das, was passiert. Die Anleger in Amerika, in Großbritannien, in Japan, trotz enormer Verschuldung. Die Japaner haben sehr viel mehr Verschuldung als die Griechen. Trotzdem sind die Anleger ruhig, weil sie einfach beruhigt worden sind. Und das ist in der Situation im Moment, glaube ich, ganz vernünftig. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und deswegen sollten wir gucken, dass unsere Notenbank da auch mal endlich in die Reihen kommt. Und dann sehen wir mal, ob die Ratingagenturen wirklich immer noch so unterschiedlich urteilen. Aber eigentlich hätte der Euro Ihrer Meinung nach schon das Zeug dazu, zur Weltwährung aufzusteigen? Der Euro als Weltwährung, ja, nee, glaube ich nicht. Also ich denke mal, da sind halt zu viele verschiedene Pole da und das ist auch nicht kein Ziel. Also man muss, glaube ich, jetzt tut sich auch keinen Gefallen damit, jetzt die Weltwährung, das ist ja kein Selbstzweck. Also was hat man davon, dass man jetzt die Weltwährung ist? Man kann vielleicht das ein oder andere politisch dann eher beeinflussen. Aber da werden schon die Amerikaner und Chinesen aufpassen, dass da die Europäer nicht ganz alleine bleiben. Also ich denke mal, das läuft eher darauf hinaus, dass man so ein, wie man dann technisch sagt, ein multipolares System hat. Die chinesische Währung wird wichtiger, der Euro, wenn die Krise mal vorbei ist. Ich glaube, da wird man sich wundern, wie viel die Europäer jetzt auch in der Krise reformiert haben und sich zusammengerissen haben, was die Amerikaner und Briten gar nicht gemacht haben. Also könnten wir auch positives Potenzial sehen, auch für den Euro. Und dann hat man vielleicht eine Welt, wo eben sehr 3, 4 große Währungen nebeneinander sind, der Dollar nicht mehr die Dominanz hat, aber er wird jetzt nicht durch den Euro abgelöst. Herr Fricke, welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Medien momentan in der Gestaltung der Zukunft des Euros?
Ich sehe das in Deutschland im Moment sehr kritisch, was die Medien angeht. Ich glaube, dass wir doch ein bisschen das Problem haben, ich will jetzt niemandem zu nahe treten in den Redaktionen, aber wir haben schon das Problem, dass wir nicht so viele Leute haben, auch in der Wissenschaft, nicht so viele Leute haben, wie die Amerikaner das haben oder andere, die sich mit solchen Finanzkrisen auskennen, die dieses, was man nennt, makroökonomischen Gesetzmäßigkeiten gut kennen. Und das führt dazu, dass man schon einen unheimlichen Hang hat, jetzt in sehr einfache Erklärmuster zu fallen. Ja, das ist dann einfach sehr oft klischeebehaftet. Dann heißt es, naja, die Südeuropäer, da vergisst man, dass die Iren gar keine Südeuropäer sind. Oder man vergisst dann auch mal gerne, dass wir bei uns auch ein Bundesland Berlin haben, wo man nicht sagen kann, das ist irgendwie alles super solide, was da in Berlin passiert. Oder das Saarland oder Bremen. Also das ist, wenn man mal genauer hinguckt, doch sehr klischeebeladen, was im Moment da passiert. Und das ist nicht hilfreich, weil ich glaube, da wird im Moment sehr viel schlechte Stimmung gemacht. Ich glaube, dass wir da oft ein bisschen hochnäsig, ein bisschen überheblich auftreten, indem wir anderen Ländern vorschreiben wollen oder meinen, denen sagen zu können, was die jetzt richtig machen müssen. Wenn man mal genauer hinguckt, sind wir so teuer auch nicht. Und da sollten wir uns ein bisschen zurücknehmen. Da spielen die Medien im Moment, also haben in den letzten 2 Jahren keine so gute Rolle gespielt. Vielleicht nur so als kleine Relativierung. Mir fällt auf, dass so in den letzten Wochen und Monaten, ich sag mal die letzten Wochen, vielleicht ist was ganz Neues, dass da doch ein bisschen die Stimmung ein bisschen anders wird. Vielleicht auch aufgrund dieser sehr negativen Reaktionen von deutschen Politikern, die sehr polemisch, sehr kritisch waren, gibt es doch jetzt mehr Stimmen, die sagen, Moment mal, guckt mal genau, was die Griechen gemacht haben. Das ist nicht anständig, was ihr denen jetzt vorwerft. Die Bevölkerung da leidet darunter. Und denen jetzt das so vorzuwerfen und sie immer weiter in dieses Leid stürzen zu lassen und zu sagen, ja, das ist jetzt euer eigenes Problem, da müsst ihr selber gucken. Das finden, glaube ich, immer mehr Kollegen auch in den anderen Zeitungen und Medien halt nicht mehr gut und steuern da auch gegen. Und das finde ich ganz gut. Herr Fricke, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.